Ja, komm, machen jetzt ein Video. Komm, Smurfy. Hallo, ihr Lieben. Ich wollte euch den DM-Haul zeigen. Einige wollen das sehen, was wir einkaufen. Und ich habe das nicht in einen Vlog packen wollen, weil dann ist der Vlog immer so mega lang. Für alle, die neu sind hier auf dem Kanal, herzlich willkommen. Eigentlich gibt es hier Daily-Vlogs zu sehen. Und Smurfy ist der Hund, der gerade im Wintergarten steht und nicht reinkommt. Los. So. Ich wollte jetzt schnell den Haul drehen, denn die Maus schläft gerade. Also, hört ihr sie? Stimmt, hört ihr sie. Wir haben zwei Kartons. Normalerweise bin ich immer selber zum DM gegangen, aber in den aktuellen Zeiten mit diesen FFP2-Masken und so habe ich gar keine Lust und deswegen bestelle ich online. Ja, also wir haben hier 4x Kokosflocken. Die sind für einen Smurfy, ehrlich gesagt. Wir machen uns jeden Morgen einen Frühstücks-Smoothie und dann bekommt der Smurfy immer ein paar Kokosflocken. Das soll gegen Zecken sein und sowas alles. Und der isst die total gerne und deswegen 4 Stück davon. Dann habe ich mir einmal so eine Haarspülung oder eine Kur ist es sogar mit bestellt. Repair and Care Pflegespülung. Genau, die ist von Pantene. Die hatte ich schon mal im Urlaub in Ägypten und die roch so gut und hat so schön weich gemacht. Deswegen habe ich mir die nochmal bestellt. Jetzt kommt was. Leute, da warte ich schon so lange drauf, dass es die wieder gibt, dass die wieder verfügbar sind. Und zwar diese Tücher. Das sind so Reinigungstücher. Die habe ich einmal, da waren wir sind wir nach Ungarn gefahren mit dem Auto und in Österreich in einem DM habe ich mir ein Paket geholt, weil ich so klebrige Hände hatte. Und die riechen so lecker. Oh mein Gott, die riechen so gut. Reinigungstücher. Die kannst du halt zum Abschminken nehmen und so, aber ich hatte die damals halt nur wegen klebrige Hände genommen und die gab es seitdem nicht mehr. Das ist ja jetzt über ein halbes Jahr her. Waren immer ausverkauft, online nicht, im Laden nicht und jetzt gab es die, da habe ich mir direkt 4 Stück bestellt. Die riechen so gut. Ja, frisst kein Brot, habe ich gedacht, dann habe ich mehr bestellt. 2x Rasierschaum, nicht zum Rasieren, sondern Calvino geht damit tatsächlich duschen. Der malt damit und so in der Dusche und sprüht die Wände voll. Der hat da voll Spaß dran. Deswegen Lockdown-Beschäftigung. Spielen mit Rasierschaum. Einmal den roten Lenore. 2x dieses Spülmaschinensalz. 4x Vollwaschmittel. Das nehme ich hauptsächlich für die Stoffwindeln und weiße Wäsche allgemein. So, jetzt wird es peinlich, aber ich bin ja immer so für Peinlichkeit bekannt, ne? Also, dass ich alles zeige und nichts verheimliche. Leute, ich weiß nicht, ich glaube, dieses Jahr werde ich keine Flipflops tragen. Ja, ich habe das jetzt angefangen, schon vor 5 Wochen oder so. Das hilft auch, ne? Aber das ist echt langwierig. Und die Fußnägel, die sehen so scheiß, sorry fürs Wort, die sehen fürchterlich aus. Deswegen werde ich keine Flipflops tragen können. Aber das hilft wenigstens, deswegen habe ich es mir nochmal nachbestellt. Fußpilz, Leute. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Keine Ahnung, aber es ist mega peinlich und ja, egal. Alle, die das kennen, nicht Fußpilz, Nagelpilz ist es so, nicht Fußpilz, Entschuldigung, Nagelpilz. Alle, die das kennen, das ist total langwierig und unangenehm, also peinlich halt. So, dann habe ich hier Backpapierzuschnitte einmal wieder nachbestellt. Dann hatte ich letzte Mal getestet diesen Augen-Make-up-Entferner, denn meine Wimpern sind total abgebrochen nach der Schwangerschaft, meine ich zumindest, dass es deswegen ist, aber ich habe überlegt, vielleicht ist es auch, weil ich immer so stark, wenn ich mich mal schminke, so stark rubbel beim Abschminken und deswegen habe ich mir diesen Augen-Make-up-Entferner letzte Mal bestellt, um das sanfter zu reinigen, die Wimperntusche und es geht echt sanfter und den fand ich ganz angenehm, deswegen habe ich mir den zweimal nachbestellt, das ist ein günstiger, der kostet 95 Cent nur. 2x Black Waschpulver oder nicht Waschpulver, Waschmittel und einmal Priel wieder nachbestellt. Ja, hier sind glaube ich Leinsamen geplatzt. Der ganze Karton ist voll mit Leinsamen. Ja, genau. Ich hole mal eben Tesafilm. So, ich habe 5x Leinsamen bestellt. Der kommt auch in unseren Shake jeden Morgen rein. Das ist gut fürs Omega-3 und für die Verdauung tatsächlich. 5x neue. Dann habe ich 4x
Color-Waschpulver bestellt. Und jetzt kommt das Beste zum Schluss. Ihr wisst, das habe ich auch auf Instagram beantwortet, die Frage letztens. Ich glaube, gestern war das. Konntet ihr mir Fragen stellen auf Instagram und ich habe sie halt beantwortet, ob wir Kinder möchten noch. Oder nee, anders war die Frage gestellt. Jedenfalls habe ich euch auf Instagram verraten, dass wir noch mehr Kinderwunsch haben. Und deswegen habe ich mir die schon mal bestellt. Folsäure. Ich wollte damit bald wieder anfangen. Wie ihr wisst, also das, ich mache da nochmal ein Video zu, also zu Kinderwunsch und so, ne? Aber wir wissen noch nicht so genau, wann wir starten. Am liebsten dieses Jahr, bald. Die Livia ist jetzt 11 Wochen heute alt. Ja, ich mache euch da ein eigenes Video zu. Aber ja, Kinderwunsch ist da und deswegen habe ich mir Folsäure bei DM mitbestellt. Genau. Und dann habe ich zweimal die Windeln bestellt. Größe 2 für Livia. 3 bis 6 Kilo. Ich habe jetzt noch 3 Windeln Größe 1. Eine werde ich aufbewahren in ihrem Anziehsachenkörbchen Größe 56. Ups, das war ein Leinsamen. Einfach als Erinnerung, ne? Und da wir ja, wie ich gerade erwähnt habe, nochmal Kinderwunsch haben, werde ich die Anziehsachen alle aufbewahren, weil vielleicht klappt es ja nochmal. Und genau, bezüglich Thema Kinderwunsch bekomme ich immer die Frage, das ist dann voll wichtig, wie alt bist du denn? Wie alt bist du? Bist du schon zu alt, um nochmal einen Kinderwunsch zu haben? Ich bin 38. Und nein, ich bin noch nicht zu alt. Man ist ja, also, ne, wie man sich fühlt und so, jeder muss das selber wissen. Aber ich wollte es halt schon mal beantworten, weil ich werde bestimmt Kommentare, hätte ich bekommen, wie alt bist du? Ja, genau. Und eigentlich nehmen wir Stoffwindeln. Alles voll langsam. Aber manchmal, wenn wir unterwegs sind oder so, nehmen wir lieber diese Windeln. Deswegen 2 Pakete. Ja, dass wir halt wieder welche da haben. Genau. Und, ihr Lieben, das war's schon. Das war Werbung hier. Einmal Werbung haben wir auch bekommen. Hansaplast. Hat ja funktioniert, zeige ich es im Video. Okay, das war unser DM-Haul. Ich danke euch fürs Zuschauen und den Vlog gibt es natürlich trotzdem heute Abend. Also so Hauls habe ich mir gedacht. Die drehe ich jetzt immer zusätzlich. So, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch Food-Hauls sehen möchtet. Also wenn wir halt einkaufen gehen, Wocheneinkauf. So Kleinigkeiten zeige ich euch immer im Daily-Vlog. Aber ich könnte natürlich auch den Wocheneinkauf in einem extra Food Haul zeigen. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis heute Abend. Tschüss!